Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Pokémon Diamanten Edition. In der letzten Folge haben wir uns jetzt endlich mal auf die Mission Kraterberg gemacht, wo wir Team Galactic aufhalten wollen. Und in dieser Folge gehen wir erstmal nach rechts und gucken, was wir da haben. Da haben wir ja schon gerade gesehen, dass es da noch was gibt. Dann gucken wir mal, ne, was die hier haben. Okay. Und scheinbar werden wir noch ein bisschen weiter kämpfen. What? Okay, das war jetzt weird, dass wir zuerst uns selber gesehen haben. Aber okay. Na gut. Wie üblich, ein Spukball in die Sache hat sich hoffentlich. Na? Was ist los mit dir, Daisy? Was ist los mit dir? Da reicht ja nicht mal mehr ein Gegenstoß. Da muss ich nochmal einen Spukball reinballern. Ah, meine schöne EP für Spukball. Ich will doch nicht nochmal zum Pokémon Center rennen. Und wenn, dann will ich es nur offscreen machen. Okay, Gabriele ist bald auf Level 33. Ich kann bald endlich Toxiquark, also Günther heißt er, glaube ich, wieder reinnehmen. Das ist wichtig. Nichts? Also ein Top-Beleber. Oh ja, den nimmt man auch mit, ne? Den nimmt man auch mit. Das ist ja gar nicht so schlecht, wenn es mehr nicht ist. Gut. Da ist das böse Team Galactic. Und wo wir gerade dabei sind, Bericht, please. Kannst du dich mal bitte wegverpissen? Danke. So würde ich das mal machen. Abgangspunkt ist jetzt die Attacke, die ich am wenigsten nutze. Und wenn man immer oben anfängt, ein Dings hier und das ist zwei. Das ist wahrscheinlich ein bisschen sinnvoller. Okay. Bei Kilian genauso. Schlitzer schön und gut. Jetzt müsste ich was so machen, weil Feuerodem vergleichsweise schlecht ist, ne? Okay. Gut. Das böse Team. Oh, und ein Pokémon, das mich attackieren will. Die kenne ich ja noch, du kleines Arschloch, du. Ja, du. Ich kann nach wie vor nicht erkennen, wieso die sich dieses Viech nur in der Nacht entwickeln soll. Ich kann es nicht erkennen. Ja, egal. Sollte ein Spukball sein, dann hat sie die Sache. Ja, passt. Viele EP sind es nicht, aber man nimmt, was man kriegt, gell? Wie gesagt, ich habe ja einige Pokémon im Team, die ein bisschen Hilfe beim Leveln ganz gut gebrauchen können. Oh nein. Die dreht sich ja um. Uns Rüppeln wurden zwei wichtige Aufgaben gegeben. Der erfolgreiche Ablauf der Operation am Berggipfel ist die erste. Und Nummer zwei befiehlt, jegliche Störenfriede unschädlich zu machen. Das bist du. Hia! Okay. Okay. Okay, was... Wogegen kämpfen wir hier? Gegen einen Papinella. Das wäre interesting. Hätte ich das gewusst, hätte ich meinen Rex Blizzard nach vorne gestellt. Aber ich kann auch einfach Donnerblitz spammen. Ich muss ehrlich sagen, ich mag die Animation von Donnerblitz sehr gerne und es freut mich, dass es für einen One-Shot reicht. Sehr schön. Das könnte doch mal wieder ein Level sein bei irgendwem, oder? Jawohl! Drei neue Level. Kilian auch ein neues Level. Das ist ganz wichtig. Kilian muss sich einfach noch ein bisschen weiter leveln. Der muss jetzt einfach echt die ganze Zeit EP fressen. Ist einfach so. So, Daisy erreicht Level 14. Macht gut was mit. Kilian macht auch gut was mit. Sehr nice. Ja, Siegfried, man sieht schon. Siegfried ist vergleichsweise ein bisschen stärker. Seine Initiative hängt hinterher. Eventuell wird Siegfried von mir dann irgendwann mal die Flinkklaue kriegen. Ach du je. Ich kann das nicht akzeptieren und ich will das auch nicht akzeptieren. Tja, du bist hässlich. Ja. Genau. Wenn ich einfach alles mache, was du sagst, haben wir alle keine Probleme mehr. Okay. Aha. Ich wusste doch, dass es irgendwo sein würde. War doch klar. Ey, Bro. Ja. Okay, ich konnte ihn nicht ansprechen. Unsere Zeit ist gekommen, die Zeit von Team Galactic. Okay. Wenn ihr euch da alle so sicher seid, ich werde es mal nicht hinterfragen. Ein Bronze. Oh, da habe ich auch das richtige Pokémon. Na so, Abyss. Finde ich lustig, dass Daisy sich hier so gut eignet. Das gefällt mir sehr. Ich mag Daisy allgemein. Ich mag allgemein die Pokémon, die wir dabei haben. Ich meine, wir haben echt drei Pokémon dabei, die normalerweise selten gespielt werden. Nämlich Drift Zeppeli, glaube ich, heißt, ne? Rex Blizzard und dann halt auch Toxiquark noch.
Aber ich mag sie alle. Das war halt ein Witz, ne? Das habe ich jetzt gar nicht lesen können. War aber auch nicht so wichtig. Du bist ja auch nicht so wichtig gewesen. Es wird keinen Unterschied mehr machen, egal wie sehr du dich anstrengst. Das sagst du. Oh. Oh, wir sind hier. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich an hier. Hier gibt's auch nur Dex Blizzard. Ich mach den Weg auch nicht wegen den Dex Blizzard. Oh, und so eine Scheiße gibt's ja auch noch. Okay. Ja, wenn es dich auch noch gibt, dann, ja. Ich spukball ich noch schnell weg für die Erfahrungspunkte. In der Hoffnung, dass das Goldini sich bald mal entwickelt. Das wäre echt geil. Habe ich irgendwas, um die AP wieder aufzufüllen? Ich weiß es gar nicht. Ah, Stärke, wie süß. Autsch. Auch schön, ein Pokémon, das vom Hagel stirbt, lebt im Hagel. Kann man mal machen, ne? Daisy hat so coole Animationen. Alle Attacken von Daisy sind super cool animiert. Ah, es ist noch eins. Ah, ich bin echt versucht, einfach noch ein weiteres Pokémon zu killen hier, falls keins mehr kommt. Okay, hier ist nichts mehr. Einfach vor dem Hintergrund, dass wenn ich jetzt noch eins kille, dann, ne, und so. Wisst ihr, was Sache ist. Okay. Machoke. Ein Militaris, dich muss ich fangen. Verdammt. Dich muss ich fangen. Hilft alles nichts, dich muss ich fangen. Überlebe es bitte. Fuck! Gut für uns, Toxicroak kommt jetzt ins Team. Schlecht für uns, das Meditalis ist tot. Ups. Okay, wieder ein Pokédex-Eintrag mehr. Und damit müssen die Entwicklungen erstmal zurückstecken. Yay, Gabriel ist jetzt ein Gold King. Hey, wie schön. Was sagt der Pokédex-Artikel? Goldfisch-Pokémon, 1,30 Meter groß, 39 Kilo schwer. Es baut Nester, indem es mit seinem Horn an seinem Kopf Steine im Flussbett aushöhlt. Seine Eier verteidigt es mit seinem Leben. Ach, wie süß. Gut. Das ist ja schön. Weißt du, was auch noch schön ist? Du bist gefeuert. Ach Mann, ey, das ärgert mich so unfassbar, dass man keine EP mehr kriegt in dieser blöden Pension, ey. Was soll die Scheiße? Das ist ja ultra kacke. So, na gut, Georg kommt ins Team. Damit ist unser Hauptteam erstmal fertig. Ich weiß nicht. Da soll ich doch Kilian durch Sandro ersetzen. Aber ich denke mir auf der anderen Seite halt, wenn's Unlicht wäre, wenn's Elektro-Unlicht wäre, würde ich es wahrscheinlich machen. Das lohnt sich halt nicht. Katja lohnt sich nicht. Das ist halt schade. Nee. Wir lassen es so. Dann haben wir drei Pokémon, die man spielen kann. Die drei. Also Peter, Pascal und Kilian. Dann haben wir Daisy, Siegfried und Georg. Haben wir drei Pokémon, die man eher selten in solchen Spielen sieht. Ist doch auch in Ordnung. Ein guter Mix, muss ich sagen. So. Jetzt wollte ich ja mal gucken. Was habe ich denn jetzt schon wieder gefunden? Warum habe ich schon wieder TMs gefunden? Okay. Sortieren. Nummer, please. Danke. Äther. Ich habe zwei Äther. Oh, oh. Zwei Elixiere. Hätte ich Äther und Elixier irgendwo kaufen können? Kann man die kaufen, sowas? Äther. Ewigwald. Mitnahme. Also es ist nur... Nee, das kann man nur finden. Nee. Elixier und Äther kriegt man beides nur per Finden.
Elixierpillen heißt das Ding mittlerweile. Aha. Mhm. Nee. Ey, das ist ja echt krass, ne? Das ist ja echt krass. Wenn ich AP auffüllen will, brauche ich nach wie vor wieder meine Yonago-Bären. Da brauche ich weiterhin meine Yonago-Bären. Und da habe ich nur 3 davon. Verdammt, ich muss doch mal anfangen, die Bären langsam zu pflanzen. Yonago-Bären sind meine Lieblingsbären. Ich hatte früher mal 250 Yonago-Bären in diesem Game. In meinem ersten Spielstand. Einfach, weil es einfach so wichtig war, immer eine Yonago-Bäre dabei zu haben. Ja, leider habe ich die jetzt nicht. Das ist ein bisschen schade. Oh, neuen Pokémon. Was haben wir denn? Du, dich erneut. Du musst mit mir mitkommen. Ich muss dich fangen und dann bist du in meinem Team, okay? Ich nenne dich auch Marcel. Das überlebt er. Ja, genau. Alles klar. Okay. Ist das jetzt gut oder schlecht, wenn er die Werte tauscht? Ich weiß es nicht. Und mit ich weiß es nicht meine ich, du würdest von ihm auf die Fresse kriegen. Ich versuch's mit meinem Panferno. Einfach weil Panferno sollte nicht so effektiv von Meditalis getroffen werden können. Dieses Viech stallt sich gerade ganz schön hoch. Ja, ja. Okay, mit dem Hagel fange ich jetzt an, Pokebälle zu schmeißen. Ach, du hast die Muschelglocke. Okay. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Was hat dieses Meditalis vor? Ich weiß es nicht. Im Idealfall lässt du dich jetzt einfach fangen, okay? Lass dich einfach fangen. Ich schmeiße jetzt einfach Pokebälle. Wie glücklich ich auch immer bin, wenn ich kurz davor bin, einem Pokémon für immer sein Leben zu versauen, indem ich es fange und für immer in den Box lege, wo es nie wieder Spaß haben wird. Was macht dieses Vieh? Es hat jetzt 3- oder 4-fachen Angriff. Oh, also Spezialangriff. Bitte sag mir, es hat einfach keine Spezialangriffsattacke, sonst habe ich ein Riesenproblem. Na gut, das hat jetzt nicht so geklappt mit dem Pokéball, dann klappt es jetzt mit dem Pokéball. Der Hagel wird es regeln. Was? Ach, hör mir doch auf. Hä? Ja, okay. Sein Angriff ist jetzt auch noch stärker. Alles klar. So, du bist jetzt im roten Bereich. Lass dich fangen. Passt. Passt. Jawohl, dann muss ich ja schon mal das Mediti nicht mehr entwickeln. Das ist ja auch schön. Schupp, passt. Meditalis. Meditations-Pokémon. Kampf-Psycho, 1,3 Meter, 31,5 Kilo. Dieses Pokémon kämpft mit eleganten, tänzenden Bewegungen und hat seinen 6. Sinn mit Yoga-Übungen geschärft. Na guck. Na klar. Marcel. Passt. Passt wundervoll. Da ist ein Item drin. Ein Top-Trank. Man nimmt, was man kriegt, gell?
Da ist eine Höhle. Oh fuck, ich werde ein Pokémon bekämpfen müssen. Oh, oder auch nicht. Passt. So, wo geht's weiter? Ja, ja. Da ist noch eine Höhle. Ach du Jemine. Und da geht's auch noch weiter. Hui, hier geht's ja überall weiter. Was soll die Scheiße denn? Oh, verdammt. Ein Klingpling erscheint. An dich weiß ich jetzt mal keine AP. Nix für ungut. Nicht für ungut. Na, wobei. Weißt du mir einen Gegenstoß AP? Ich werde wahrscheinlich entweder nach dieser oder nach nächster Folge mal kurz ins Pokémon Center rennen. What? Schwebe. Aha. Interesting. Jetzt können wir Bodenattacken nichts mehr antun. Was sie auch vorher nicht konnten, aber ist mir doch egal. Na gut, es wird dir nicht viel helfen. Hihi. Da hat er jetzt Pech gehabt. Ja, das war jetzt nicht so rentabel. Egal. Okay, hier ist schon mal gar nichts. Oh, verdammt. Hi! Ja, du bist ja ein Süßer. Ein Rexblizzard. Die mag ich. Die mag ich, allerdings sind die verdammt gut gegen Daisy. Deswegen hauen wir lieber ab. Nicht, dass wir hier noch umkommen. Das wollen wir lieber nicht. Gut, dann haben wir das hier schon mal gelöst. Okay, gehen wir hier weiter. Okay, da geht's raus. Okay. Da geht's raus. Verdammt. Pipi. Hallo Pipi. Ich habe glaube ich nichts Effektives gegen dich. Das heißt... Ja, nee. Man muss sich nicht alles antun, gell? Können wir langsam versuchen, ob mein Knacksel langsam gut genug ist. Wie sieht es bei dir mit Level 39? Ah, das dauert noch. Und da ist Kaskade? Da kann ich ja gar nicht hin. Ja, ja. Aha. Sag mir nicht, das hier ist eine Sackgasse. Das wäre ja lustig. Weil dann könnte ich mir den Weg hier nicht sparen. Ein Mini-Pilz finde ich. Ja, wie süß. Ja, wenn das so ist, ne? Die Musik ist auf jeden Fall nice. Ja. Wir müssen tatsächlich bei dem anderen Ding rein. Hier haben wir halt nur ein paar Items kostenlos gekriegt. Das ist ja nicht weiter schlimm. Na, dann können wir den Weg einfach gehen, gell? Jawohl. Passt soweit. Gut. So. Jetzt hier weiter. Heieiei, hier geht's aber auch weit, ne? Ein Galaktikrüpel. Ein Gegner. Ein Feind. Ein bisschen nicht mehr, was das hier dreist. Ja, Daisy hat's bisher gut gemacht. Unsere Zeit wird kommen. Eine Zeit, die nur uns gehört. Und deine Uhr drehe ich jetzt zurück, in eine Zeit, in der es keine Pokémon gab. Aha. Wenn du das meinst. Oh Gott, er hat drei. Spukball wird nicht reichen. Nein, Pudox, das kriege ich. Pudox ist kein Flug, das ist Psycho, ne? Das Käfer Psycho, glaube ich. Ah, ist ja ungünstig. Oh nein. Oh nein. Okay, das ist mir egal. Ist mir erstmal egal. Ich donnerblitze dich zu Tode. Du bist ein blödes, hässliches Arschloch und ich hasse dich und ich möchte dich töten.
Ach, Manno. Ja, dann ist jetzt nach der Runde ist jetzt Schluss für dich, Daisy, gell? Schade, ich hätte Spukball einsetzen sollen. Hätte ich Spukball eingesetzt, hätte es gereicht. Na, egal. Geh verrecken, du Hässlon-Kackviech. Jawohl, Level 41. Ja, hat sich doch noch gelohnt, siehste. Ja, verdammt. So, okay. Ein Golbat. Ausgerechnet mein Golbat-Counter ist jetzt weg, ne? Das ist ärgerlich. Ah, ich habe ja noch einen Golbat-Counter. Also, gucken wir mal, wie die Eisstrahl-Animation aussieht. Die haben wir auch noch nicht gesehen. Gucken wir mal, wie das aussieht, wenn du Eisstrahl einsetzt. Oh, Hagelalarm haben wir ja auch noch. Das ist ja schön. Scripted Damage für dich, Golbat. So. Ah, es ist schneller. Also sehr effektiv und es ist schneller. Ach, come on, really? Oh, bring's um. So, das hast du jetzt davon. Okay, ich muss dem Rex Blizzard eine Flinkklaue geben. Definitiv. Kein Bock, dass das angehört so nervig wird. Ein Pudox. Was willst du tun? Mit Toxic reindrücken? Gar nichts kannst du. Die Fresse gibt's jetzt. So. Das ist nicht sehr effektiv. Was? Wie ist das bitte nicht sehr effektiv? What the fuck? Ah, so knapp. Na gut. Gucken wir uns auch mal Ice Heap an. Hübsche Attacke. Hübsche Attacke. So viele knapp vom neuen Level. Das ist schön. Ich hasse dich. Ah! Kannst du durchkämpfen? Du alleine wirst uns nicht aufhalten. Es macht keinen Unterschied, wie viele Pokémon du einsetzt. Doch. Na gut, na gut, na gut, na gut, von mir aus. Gegengift. Ich habe nur 4 Stück. Und ich muss jetzt 2 wasten. Ach du Jemini. Okay. 100. Mehr brauchen wir da jetzt nicht. Ah. Also der existiert einfach so. Okay. Ja, okay. Okay, also Beleber finden wir genug. Wir werden auf jeden Fall nicht daran scheitern, dass unsere Pokémon K.O. gehen. Eher werden wir daran scheitern, dass wir gar keine AP mehr haben. Sagt's und findet einen Äther. Das ist ja schon mal gut. Verdammt. Apibi, hör mal, ja schön, dass du existierst. Ich würde dich auch gerne, you know, besiegen und so, aber ist ganz schwierig gerade. Ich habe nämlich nur noch einen Spukball. Na, das mach jetzt nicht. Weißt du, was wir machen? Wir lassen Peter mal wieder machen. Peter soll das mal kurz für uns zu Ende bringen. Dann kriegen alle Erfahrungspunkte. Vielleicht reicht es bei vielen Pokémon für einen neuen Level. Das ist vielleicht für den nächsten Kampf gar nicht so, so schlecht. Jetzt wäre ich anfällig für Bodenattacken gewesen. Das ist ja dreist. Na gut, Surfer. Setz mal das Ding unter Wasser. So wie sie es gehört. Easy. Dass der Peter mal wieder Screentime hat, gell? Gut. Schade. Ich habe gehofft, dass die anderen drei auch noch, aber da dauert es noch ein bisschen mit dem neuen Level.
Okay. Na gut. Daisy, sehr wichtig. Und Mark, das bringt jetzt so nichts. Na gut. Springen wir rein. Letzter Kampf für heute. Team Galaktik ist allmächtig. Nur ein Tor würde uns trotzen. Tor schreibt man mit H. Schön, dass du so dumm bist, wie du aussiehst. Er meinte ein Tor im Sinne von der Gottheit. Nicht ein Tor im Sinne von, wo man durchgehen kann. Und das wird mit H geschrieben. Oh nice, Dampfwalze ist sehr effektiv. Knass. Bam. First One-Shot. Kilian, ich bin stolz auf dich. Und das ist auch der nächste Level. Das heißt, du wirst gleich nochmal stärker und in der nächsten Runde knallst du richtig rein. Schön so. Nein, es reicht nicht. Verdammt. Okay. Okay. Ein Golbat. Oh, sehr antiklimatisch. Okay. Wenn ich erneut ein fucking Gegengift wasten muss, ne, dann werde ich echt sauer. Ich hätte eigentlich Empoleon eher senden sollen, aber ich will halt einfach nicht Peter die ganze Zeit senden, ne? Der ist Level 55, das letzte, was der braucht, ist zusätzliche EP. Ein anderes Team braucht das viel eher. Damit die auf Level kommen, dass die auch alle 50 werden, so. Danke. Zumindest kein Gift. Passt. Passt, jawohl. Siegfried hat sich richtig gemausert. Mittlerweile, der steht da, der steckt einiges weg und teilt genauso gut aus. Das macht mich echt stolz. Ich bin echt glücklich. Hast du gut gemacht. Gut, Kilian und Siegfried sind damit jetzt auch ein Level weiter oben. Das ist sehr gut. Passt. So, wann lernt Kilian Drachenklau auf Level 40? Es wäre echt gut, wenn er das schon könnte, sobald wir zum Team Galactic Ghost kommen. Den Mächtigen nicht entgegenzutreten ist die wahre Torheit, sagst du? Das ist doch falsch. Das kann doch nicht richtig sein. Es wird echt ohne H geschrieben? Das ist ja komisch. Ich dachte, damit ist immer der Gott gemeint. Der wird doch mit H geschrieben. What the fuck? Du bist komisch. Solange man Pokémon bei sich hat, hat das Alter eh keine Bedeutung. Pokémon gleichen dem und Altersunterschied aus. Das habe ich zu spät verstanden. Aha. What? Hier ist kein Item? Was? Ja, da ist wieder eins. Na, natürlich. Ein Fluchtseil. Schön. Damit könnte ich jetzt wieder fliegen gehen. Oh. Ein Georok. Mal gucken, was du gegen einen Georok kannst. Das ist etwas schwächer. Also vom Level her gar nicht mal so weit unter dir ist, ne? Mal gucken. Denk dran, jede Attacke wird 20% stärker dank Metronom. Das heißt, nächste Runde ist vorbei mit dem. Und seine Initiative sinkt auch nochmal. Das ist ja freundlich. Du blödes Kackviech. Okay. Wieder mein Trank gewastet. Aber ist egal, Kilian hat es zumindest überlebt. Ich beschwere mich nicht, solange er es zumindest überlebt. Ah, Manuel. Das ist halt voll scheiße, ne? Ich habe 31 Beleber, jawohl. Hypertrank, 120 ist zu viel. Na egal, nehmen wir eine Kumo nicht. Die Musik geht richtig ab. Das gefällt mir sehr. Aha, ich wusste es. Natürlich. Da ist nix. Wieso rennt mir eigentlich mein Kilian schon wieder nicht hinterher? Warum rennt mir mein Kilian nicht hinterher? Du bist als Begleiter ausgewählt. Du rennst mir nicht hinterher, weil es hier nicht geht. Oh, wie schade.
Okay, da ist sonst nichts. Okay. Dann würde ich sagen, viel wieder zu erkunden. Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!